Gegen Kinder. Gegen kleine Kinder, ja. Wir ziehen ihnen die, das Geld ab, was ihre eins Eltern... Eins ist zwei. Oder doch drei. Vielleicht sogar vier. Ich werde nicht verlieren. Ich muss nur fest genug daran glauben. Werdet erwachsen, Penner. Ja. Oh Gott. So süß. Franzi und Lea fordern dich heraus. Franzi? Franzi und Lea. Oh, ach, guck mal. Vonera und Fluffeluff. Hätte ich auch. Bloß stärker. Und total synchron geworfen dazu. Wusch. Als wären die eins. Als wären die ein Eich. Oh, Moment, ja. Ich kenne jemanden in der deutschen Geschichte, der war auch ein Eich. So, einmal auf, ach, Fluffeluff oder was weiß ich. Und dann Kraftwelle auf Vonera. Ja, Kampf ist jetzt... Warum ist das denn effektiv auf Vonera? Ach, Vonera ist nicht fair, sondern nur normal. Ja. Oh, okay. Hätte ich gedacht, Bums. Das hätten die auch angepasst. Wieso ist Kampf auf Fee nicht gut? Nee. Ach so. Also, ich meine, nicht sehr effektiv, so rum. Also, ja. Ha! Guck mal, ob sogar andersrum sehr effektiv wäre. Ja, Schlecker wäre eine gute Idee jetzt auf Fluffeluff, damit wir es auch sehen. Also, wenn Fluffeluff jetzt, sehr effektiv bekommt. Nee. Guck an. Also ist Kampf auf Fee tatsächlich nicht sehr effektiv. Mensch, wieder was gelernt. Hab ich. Ja, guck mal, Fee ist sehr effektiv auf Kampf. Ach so. Das heißt, unser Machita... Wechselwirkung, ja, Danger. Ja. Rechnen und, ist nicht gerade meine Stärke, juhu! Und Fee ist sehr effektiv auf Drache und Unlicht. Verloren und verloren, dann gibt doppelt verloren. Dafür aber schwach gegen Gift und Stahl. Ah. Was? Wer? Fee? Fee. Ah. Ja, Stahl und Gift sind effektiv gegen Fee. Oh. Oh, jawohl. Ja, Musik. Ja, ja. Hä? Der guckt voll in die Kamera. Dabei ist doch der, sind wir doch ganz woanders. Das war wohl nichts. Du, ich, wer? Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ist ein Junge, Gladion. Wenn du willst. Nimmst du oder, das hier überhaupt oder, ernst? Oder willst du die Sis haben? Nee, mach du die Sis. Okay. Nimmst du. Ja. Na klar, aber ich will auch Spaß beim Kämpfen haben. Ha. Spaß haben. Das Recht, Spaß an einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Oh Mann, Hildegard! Dieser Typ macht mir Angst! Dein Name ist Hildegard? Ja, wieso? Das schreibt man doch anders! Nein, bin ich nicht! Wer will das wissen? Was nehme ich denn? Wer will das wissen? Nicht. Ja, wer will das wissen? Ich bin Benjamin! Benjamin. Du bist vorsichtig. Das gefällt mir. Oh. Mein Name ist Gladio. Und ich höre gerne. Mein Partner ist eine Null und ich trainiere ihn unermüdlich, um stärker zu werden. Was, mein Partner Null und ich? Ja, mein Partner Null. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Oh. Aber lassen wir das Gerede. Jetzt wird gekämpft. Oh. Hui. Beste Musik mit. Yeah. Team Skull Gladio fordert dich heraus. Und selbst Team Skull Gladio setzt Zubat ein. Es ist nicht sehr effektiv. Weil ja. Zubat ist auch nicht Qualität, sondern Quantität. Ja. Ach, einfach Feuerzahn drauf. Junge. Und tschüss. Ja, Volltreffer aus Liebe. Aus Liebe. Ein Pulli mit Liebe in jeder Masche. Ich will auch einen Pulli. Oh, Typ 0. Oh oh, das wird gefährlich. Warum? Werde ich sehen. Soll ich so weiter? Ja. Ich kämpfe so weiter. Ich lass mir nichts erzählen. Ich guck. Aber es sieht auch eigentlich aus, als wäre es Discord aus My Little Pony. Nein. Okay.
Okay, ich habe keine Ahnung, was es vom Typ her ist, außer null. Okay. Also könnte ich nicht Schlecker nehmen. Nee, wäre auch nicht ratsam. Ja. Na gut, dann nehmen wir erstmal wieder Feuerzahn. Ah, Step und starker Wert. Aber ja, null, das dachte ich mir, als er das gesagt hat, das war Typ null tatsächlich. Oh, Tackle! Oh, Takuru. Das ist gefährlich. Takuru! Takuru des. Ei, so des ne. Typ 0 setzt Tackle ein, jetzt ernsthaft? Da muss doch noch irgendwas kommen. Da kommt noch was. Das kann nicht so einfach sein. Völkerlein, ich hab morgen gar nicht frei. Oh! Huchi! Ich hab ja morgen eine eigene Teamkonferenz. Die hab ich angesetzt. Oh. Ja, aber es muss erst mittags raus, also passt. Okay. Ich kann dich nicht aufstehen! Juhu! Ich dich auch nicht. Obwohl doch, ich finde ihn cool. Kannst du mit deinem Jammern noch gerade warten? Ich muss mein Pokémon bürsten. Okay. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich kann die Tränen nicht lange halten. Geht wieder? Alles gut? Okay. Wo war ich? Schön. Hey. Ich dodge die Kamera. Das ist viel dramatischer. Das hätte ich besser wissen müssen. Das waren viele starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Starke Gegner? Wie bitte? Ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem sind nicht seine Pokémon. Er will Spaß haben beim Kämpfen? Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er in einem echten Kampf gegen Inselkönig Hala nicht mal den Hauch einer Chance hätte. Dass er nur zum Spaß kämpft, ist nichts weiter als eine feige Ausflucht. Oh, du kennst Opi? Und du findest, dass ich stark bin? Selektives Hören. Sprich ab! Der große Gladiator hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser, Mann! Oh. Ah. Ja klar, dass so ein herrenloser Streuner wie du so eine große Klappe hat, aber nichts dahinter. Cheers, Punch. Am besten verziehst du dich einfach und überlässt das hier uns Profis. Damn. Davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Ihre Pokémon sind stark. Wir sind den ganzen Weg bis hierher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurück? Hey, dabei hatten wir das Herrscher-Pokémon von Plätscherhügel schon so gut wie in der Tasche, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's? Hey, komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja das alte ausgelutschte Sprichwort. Mein Penis. Flugs nach raus, mein Kind, mein Kramurks am Himmel, wenn Kramurks am Himmel sind, yo. Alter, nein. Sperr mal die Lauscher auf, Gladio, hä? Huh? Der Boss kann sich vielleicht gut leiden, aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören. Hast du es kapiert, Mann? Yeah. Voll der Außenseiter, ich dachte, er wäre der Megaficker. Ah. Also umgangssprachlich, pardon. Ich dachte, er hätte was zu sagen bei Team Sky. Ja, vielleicht hat er das irgendwann noch. Danke, Hildegard. Und dir auch, Mizuna. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Und jetzt? Wenn ich die Prüfung am Plätscherhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, Hildegard. Das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Belieber. Nicht nur die. Kabam! Die Nippel, halt die Nippel steif. Oh Gott. Aber bei den Temperaturen in Alola eher nicht. Ja. Und schon wurde die nächste Prüfung am Plätscherhügel auf uns. Oha, was denn hier? Hallo? Ah, das ist riesige Pokémon. Doch, so riesige Pokémon sind da. Ist gar nicht mehr weit. Von dort kommst du da auch direkt zur Prüfungsstelle, den Plätscherhügel. Jojo, da. Ich hab schon richtig an dem Tee. Probier nix. Mal Bisbark, ne? Ja, Nach unten.
Ich glaube, ich habe was. Oh, da ist ein Kind im Gras. Das beste Training für Pokémon sind Kämpfe. Ja, gut, gut, dass er das schon weiß. Das ist Doofy von Scary Movie. Aber der ist ja am Ende doch eigentlich richtig cool. Ich möchte nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Oh, ein Paras. Ha! Paras sind voll gruselig. Ja. Das Pokémon sind eigentlich von einem die Pilze. Pilz übernommen, genau. Ja, beziehungsweise Parasek ist dann völlig übernommen worden. Parasek ist Zombie, ja. Ja. Und das Schlimme ist, so eine Pilze gibt's ja wirklich. Ja, ja. Was das? Hat er noch? Nein, er hat noch was. Weberak. Oh Gott, nein, er hat nichts mehr. Weburak. Weburak. Waburak. Ums. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich Neburak hatte. Von, ja. von Alles Atze. Ah. Neburak! Aber hieß der nicht Burat? Murat! Ist das egal. Murat, genau. Murat. Murat. Aussetzer, nö. Patrick hat Aussetzer nicht erlernt. Hey Aussetzer. Junge! Hopp. Versucht Biss zu erlernen. Mal gucken, was hat er denn sonst? Verfolgung. Ja, ja weg, braucht weg man nicht. Silberblick. Außerdem Biss hat 60. Oh. Achso, jetzt kriegt das auch. Wenn ich meine Pokémon verliere, kann ich als Trainer noch etwas aus Kämpfen lernen. Oh wei. Oh wei. Nee, das war ein Weberak. Ja. Oh, noch mehr Beeren. Oh, Krabbox. Oh, ein Krabbox. Hatten wir auch lange nicht mehr. Ja. Übrigens, als Tipp für dich, deck dich mal mit Pokebällen ein. Ja. Vor Route 8. Vor Route 8 mit Pokebällen, okay. Da kommen wohl sehr ganz viele tolle. Sehr verschiedene. Ja. Gut zu wissen. Oh. Sogar eine Verbrennung. Blub, blub, blub. This crab is on fire. I said fire. To the crab. We can set the crab on fire. Oh Mann. Oh, das war gerade ein bisschen lustig. Oh, schön. So, wieder seriös sein. Ja. Fragia wäre. Keine Fragia. Ah. Ab ins Pokémon Center und da können wir uns ja eindecken. Ja. Nee, das passiert in Ohana. Oh, guck mal, jetzt können wir wahrscheinlich eine Angel abgreifen. Der hält die schon so provokant hoch. Willst du so eine? Tja, da musst du erst meinen Angelpartner... Was tut das Kind da rechts? Nein, stell dich nochmal vor Schwester John. Und oh auch Mann. Die Handbewegung von dem Typ. Komm schon, komm schon. Gleich greift er ihm an den Kopf und... Ja, Wenn du die Route willst, musst du auch die andere nehmen. Hirscher Pokémon können einiges einstecken. Hier, vielleicht hilft dir das ja weiter. Dieses Kind kann das auch. Oh, Angriff wow. Plus, aber keine Angel. Würdest du das Item Angriff Plus auf ein Pokémon einsteigen, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Volltreffer landet? Wissen wir doch. Ich schwöre, am Plätscherhügel gibt es ein Herrscher-Pokémon. Schön, schön. Oh, tell me what's your story, Slowpoke. Flag. Ah, so, etwas kaufen, ja. Jawohl. Das neu gewonnene Geld gleich mal für irgendwelchen Kram aushauen. Superball, ja, mehr haben wir hier gerade nicht von den Dingern. Ja, Superball, aber wir haben ja nur noch 5. Kannst du mal 5 mitnehmen oder so. Oder so. So. Schäkel, Schäkel. Hehe. was sagt denn eigentlich das Café? Vielleicht brauche ich ein paar Bohnen. Vielleicht kriege ich welche, wenn ich... Alola ist jetzt 6 Uhr, okay. Was will ich haben? Ein Eneko-Kakao. Ich mag Kakao. Oh, Kakao. Eneko melken. Nee, jetzt mal ernsthaft. Das ist bestimmt was anderes. Keine Ahnung. Vielleicht fluffig mit Marshmallows.
aus Ennekoch. Eine Tasse ist die perfekte Vorbereitung auf die Prüfung am Gletscherhügel. Kleiner Tipp am Rande. Wasser-Pokémon ziehen im Kampf gegen Pflanzen und Elektro-Pokémon schnell den kürzeren. Ja. Unermüdlich um die Sonne. Der Mond wiederum kreist unermüdlich um den Planeten, auf dem wir leben. Hast du dich schon einmal gefragt, um was du bzw. dein Leben Tag für Tag kreist? Nein. Ja. Und keine Bohnen. Das ist gemein. Warum nicht? Oder gab es welche und ich weiß es nur nicht. Ich habe davon nichts gelesen. Ja. Okay, Ingame speichern und dann geht's los zur Prüfung. Ingame speichern und am besten auch nochmal die... wir haben... Achso, stimmt, wir haben ja noch den Kampf. Stimmt, wir könnten eigentlich Makuhita mal den Z-Kampf holen.